Seit mehreren Wochen kommen die Leipziger Autofahrer nur auf Umwegen an ihr Ziel. Es sei denn, auch auf den vermeintlichen Schleichwegen wird noch eine Baustelle über Nacht installiert. Dann hat nämlich auch der ortskundigste Autofahrer kaum eine Chance. Leipzig im Verkehrschaos. Wir wollten wissen, wie lange noch. Besonders schwierig ist es im Berufsverkehr. Spurverengungen und Umleitungen im Zentrum sowie im Norden der Stadt führen zu zähfließendem Verkehr. Auch auf der Nürnberger Straße drohen sich die Autos regelmäßig festzufahren. Schritttempo ist angesagt, auch in Richtung Südosten. Es ist immer so, dass in der zweiten Jahreshälfte eine intensivere Bautätigkeit ist. Das hängt primär damit zusammen, dass die ganzen Fragen der Finanzierung im ersten Halbjahr geklärt werden. Fördermittelbescheide müssen erwirkt werden, sodass es eher im Juni, im Mai die Baubeginne sind. Also wenn es nach dem Bautechniker geht, würden wir eigentlich im Sommer bauen. Also würden wir im April beginnen und dann spätestens im November abschließen. Die Bedingungen sind aber nicht so, sodass wir uns aber trotzdem bemühen, vor der Frostperiode fertig zu werden. Denn dann sind doch mehr Aufwendungen notwendig, um Maßnahmen fertigzustellen. Zu Langzeitbaustellen wie beispielsweise der Max-Liebermann-Straße und den Zoozubringern kommen immer wieder spontane Sperrungen. Wir haben ja die eigenen Baustellen, die Straßenbaustellen, die wir koordiniert in der Stadt durchführen. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere Bauherren. Und die haben auch ihre Themen und Probleme. Und das sind zum Beispiel die Versorger mit Havarien. Und zum Teil sind natürlich sehr kleine Maßnahmen. Das ist manchmal nur ein Kopfloch, das ist eine Schadstelle, die beseitigt werden muss. Wenn die aber auf einer Hauptverkehrsstraße ist, hat das eine erhebliche Auswirkung auf den Verkehr. Und das, obwohl wöchentlich eine Sperrkommission tagt, der alle Partner angehören. Doch es gibt Hoffnung für die geplagten Autofahrer. Beginnen werden wir jetzt nichts mehr. Das ist auch jahreszeitlich bedingt, wäre das nur, wenn wir unter einem großen Druck stehen würden. Wir werden fertigstellen die B6 im Westen, sodass doch der Verkehrsfluss erleichtert wird. Es scheint, als würde sich die Lage bald entspannen. Die Pfaffendorfer Straße ist bereits wieder freigegeben und auch hier auf der Prager Straße soll der Verkehr ab Mitte Dezember wieder durchgängig rollen.